Madhupasana ist die Stellung der Biene. Madhupa heißt Süßigkeit trinken und ist eine Bezeichnung zur Biene. Eine einfache Variation in Anführungszeichen, du hebst die Füße hoch, gibst die Fußsohlen Richtung Brustkorb und dann kannst du die Fußsohlen zusammengeben und den Mund Richtung Zehen geben. Und so ist es, als ob du Süßigkeit trinkst, so wie eine Biene eben den Blütenstaub trinkt. Eine fortgeschrittene Variation von Madhupasana wird beschrieben im Garotes Buch Encyclopedia of Traditional Asanas. Er bezieht sich dort auf eine umfangreichere Version der Hatha Yoga Pradipika. Und das heißt, du sitzt auf dem Boden und dann gibst du die Füße unter die Achselhöhlen und verhakst die Hände hinter dem Rücken. Fabian zeigt die Vorstufe davon. Eine dritte Variation ist, von dieser Stellung ausgehend legst du dich auf den Bauch. Du könntest also, wenn man jetzt eine Variation nimmt, du kommst erst zu Baddha Konasana, Bhadrasana, und dann legst du dich nach vorne auf den Bauch. Und dann faltest du die Hände hinter dem Rücken oder verhakst sogar mit den Händen an die Ellbogen, fasst also mit den Händen um die Ellbogen. Und das sieht jetzt von oben aus wie eine Biene. Die fortgeschrittene Variation davon wäre, das musst du dann selbst ausprobieren, von hier die Füße nehmen und die Füße zwischen Rippen und Oberarme nach vorne zu bringen. Also praktisch die Füße über die Achselhöhle, so dass die Zehen über die Schultern zeigen. Wenn du das kannst, dann schick mal einen Link zu deinem Foto in die Kommentare. Aber diese Variation von Madhupasana, die Fabian gerade zeigt, ist eine gute Übung für die Flexibilität im Bauch und in den Oberschenkeln und auch eine gute Massage der Bauchorgane. Und ist letztlich auch die Stellung, du kannst dir vorstellen, wie eine Biene trinkt den Honig in der Erde.